bringt den Equalizer ins Spiel. Also ich spiele das ab. So, das war der Equalizer. Schön, dass ich dich wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Es geht heute wieder um die Tontechnik. Ich hatte euch ja erst unlängst ein Interface, eine externe Soundkarte vorgestellt. Da habe ich die prinzipiellen Möglichkeiten demonstriert und heute will ich mich etwas mit dem Detail beschäftigen. Ich nehme es gleich vorweg, ihr solltet nicht so sehr auf den Ton achten der Videoaufnahme als mehr auf das, was ich euch erzählen möchte, weil es geht mir um das Prinzip. Ja, ihr könnt euch erinnern, dieses externe Interface hatte ja hier an der Seite seine Ausgänge. Den habe ich jetzt belegt mit einem Teil des Kameramikrofons und hier sind die Mikrofoneingänge. Und diese Mikrofoneingänge haben uns ein klein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Insofern, wir haben zwar hier einen Mono-Eingang, aber hier steht auch Stereo-Eingang. Und ich habe euch jetzt hier eine Montage vorbereitet. Da nutze ich zwar Stereo-Mikrofone, aber die nutze ich im Mono-Betrieb. Das ist also wichtig zu wissen. Und diese Stereo-Mikrofone haben ja normalerweise einen TRS-Ausgang, bei dem dann das Stereosignal bereits anlegt. Kann ich leider hier nicht verwenden, weil ja der Eingang zweipolig ist. Da sind also hier zwei Eingänge, die jeweils mit einem TRS-Stecker belegt werden müssen. Da kommen also zwei Monosignale an, die auf links und rechts verteilt werden und dann gemischt werden. Um das zu demonstrieren, muss ich also zwei Mono-Mikrofone benutzen und die werden dann gemischt den Stereoton erzeugen. Das habe ich hier vorbereitet. Ich habe also zwei Comica Stereo Mikrofone, die ich in den Monobetrieb geschaltet habe. Und jetzt kommt also hier ein Monosignal an und die beiden Ausgänge dieser Mikrofone kann ich jetzt benutzen, um in das Interface zu gehen, um ein Stereosignal zu erzeugen. Folglich werde ich die jetzt hier reinstecken. Der rechte Kanal und das wäre jetzt der linke Kanal. Damit ihr natürlich auch etwas mitbekommt bezüglich des Tones, den ich aufzeichne, habe ich nämlich hier auch den Headset-Ausgang mit einem Teil meines Kameramikrofons gekoppelt, so dass an der Stelle dieser Ton auch gemischt an meiner Kamera landet. Das Interface selbst ist ja mit diesem USB-Kabel mit meinem Laptop verbunden, so dass jetzt diese externe USB-Karte durch meinen Laptop gekoppelt erkannt wird. Das habe ich euch ja auch schon im letzten Video gezeigt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die Arbeit der so aufgebauten Mikrofone mit diesem Interface funktioniert. Vorbereitet habe ich das natürlich an einem Dell-Laptop. Hier bereits habe ich das Audacity gestartet. Ich habe die Medienwiedergabe ins Bild geholt und ich habe natürlich auch das Interface des Multi-Channel Audio Devices hier im Bild. Leider kann ich euch das nicht als Screenshot-Aufnahme zeigen, weil das Aufnahmetool raubt mir dann alle Töne, so dass ich das, was ich jetzt zeigen will, nicht mehr demonstrieren kann. Also versuchen wir es durch pures Abfilmen. Was seht ihr jetzt hier auf diesem Laptop? Ich habe also das Audacity gestartet. Ich habe mal zur Vorbereitung schon eine MP3-File zum Starten vorbereitet, aber ich bin jetzt hier in den Einstellungen des USB Multi-Channel Audio Devices. Da ist erstmal alles auf relativ normal gestellt. Also ich arbeite jetzt gerade mit dem 8-Kanal-Eingang. Der Mischer ist meinen Wünschen entsprechend auch schon konfiguriert. Ich habe hier das Mikrofon auf volle Lautstärke gedreht. Ich habe den Ausgang
den ich ja mit der Kamera gekoppelt habe, auch auf volle Leistung gestellt. Und hier unten die Aufnahme geht jetzt über das Stereo-Mix. Das heißt also, da kommt das Mikrofon und gegebenenfalls auch eine Medienwiedergabe, also das Systemton. Und jetzt starten wir im Grunde genommen mal das Audacity und versuchen da eine Aufnahme zu starten. Das ist eine Aufnahme mit Audacity, die jetzt etwas überpegelt ist. Ich werde mal jetzt die Aufnahmelautstärke des Mischers etwas zurücknehmen. Wichtig ist, dass ihr jetzt erkennt, dass das Stereomikrofon tatsächlich als Stereomikrofon arbeitet. Und ich werde jetzt gleich mal einen Test machen. Seht ihr also, arbeitet hervorragend. Natürlich habt ihr ja gemerkt, dass ich teilweise den Originalaufzeichnungston überblendet habe. Das habe ich natürlich nachträglich im Video eingeschnitten. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen um den Reiter Effekte kümmern. Ihr seht, ich habe jetzt hier zunächst eine völlige Normaleinstellung. Das heißt also, das, was ich jetzt auf meiner Kamera mische, beziehungsweise das, was ich jetzt hier aufzeichne, wenn ich die Aufzeichnung starte, läuft also noch normal ab, also ohne Effekte. Dann ändern wir mal so ein bisschen die Effekte, mal sehen, ob das sich auswirkt auf das Ausgangssignal, liebe Freunde. Da aber das Ausgangssignal oder die Ausgangssignale auch hier im Audacity aufgezeichnet werden, nämlich über Lautsprecher 2 USB Multichannel, müssten eigentlich für sich die Effekte auch hier in der Aufzeichnung bemerkbar sein, schon während der Aufzeichnung und dann anschließend beim Überblenden des in meinem Video mit der Originalaufnahme. Also starten wir zunächst erstmal eine Aufnahme, die völlig ohne Effekte läuft. Das ist eine Aufnahme ohne Effekte. Es werden also hier aufgezeichnet meine Videosignale. Jetzt könnte ich rein theoretisch hier ein bisschen Musik dazu bringen. Selbst wenn das nicht sehr laut ist, könnte ich das natürlich ein klein wenig lauter stellen. Dazu müsste ich jetzt in den Mischer gehen. Jetzt machen wir das mit dem Lautsprecher. Ich habe ja hier den Lautsprecher in der Aufzeichnung. Das heißt, also, ich müsste jetzt hier den Lautsprecher ein bisschen nach oben nehmen, um jetzt das Signal auch noch deutlicher hörbar werden zu lassen. So. Das war der erste Versuch und jetzt fange ich an, in den Effekten ein bisschen einen Filter zu setzen. Also ich spiele das Gleiche jetzt ab, bringe den Equalizer ins Spiel. Also ich spiele das ab. So. Das war der Equalizer und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Optionen des Halls bzw. des Traumplans. Kann ich also hier noch unzählige Aufnahmesituation simulieren. Jetzt stoppe ich die Aufnahme. Als dritten Teil meines Versuches will ich euch natürlich auch noch einen Blick in den Karaoke Magic Voice Reiter erlauben bzw. euch bieten. Und das machen wir jetzt.
So, das werden wir jetzt also gemeinsam erleben. Ich habe ja gesagt, Achtung, da ist noch eine Aufzeichnung auf dem Kameramikrofon gemischt. Das heißt also, ich stelle jetzt mal das Mikrofon Echo an. Das ist jetzt mit dem Mikrofon Echo eine Aufnahme. Das müsstet ihr jetzt auch schon im Ausgabekanal meiner Kamera, zumindest auf einer Seite, erleben. Und jetzt zeichne ich das hier wieder mit dem Audacity auf. Und das müsste dann auch sozusagen mit dem Echo aufgenommen werden. Also, ich gehe jetzt hier in Aufnahme. Achtung, das ist eine Aufnahme mit der Einstellung des Interface in dem Karaoke Magic Reiter. Und zwar habe ich jetzt das Echo eingeschaltet, das Mikrofon Echo eingeschaltet. Das kann ich natürlich jetzt noch variieren. Ich kann das ein bisschen zurücknehmen oder ich kann es auch noch ziemlich übertreiben mit dem Echo. Zu dem Reiter Karaoke Magic Voice gehört natürlich auch noch die Stimmenverfremdung. Das habe ich euch hier mal ins Bild geholt. Das bezieht sich natürlich nur auf Eingangssignale, das heißt also, wenn ich an meinem Interface einen Eingang angeschlossen habe, beziehungsweise wenn an meinem Laptop der Systemton arbeitet. Um euch das zu demonstrieren, habe ich also hier ein kleines Video von mir. Das ist das Video, was ihr bestimmt schon gesehen habt, nämlich die Zusammenfassung vom ersten Teil des USB-Interfaces vorbereitet und natürlich zeichne ich das hier wieder mit dem Audacity auf. Das werden wir jetzt gemeinsam uns anschauen. Also die Ausgangssituation ist klar. Ich habe hier alles auf den Grundzustand gestellt, Reset. Ich beginne jetzt dieses Video abzuspielen und kann jetzt in die Aufnahme gehen. Also sich gar nicht mehr so viel. Jetzt kann ich hier den Pegel verändern. Wie beschrieben, es war ein bisschen knifflig mit der Inbetriebnahme. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen zu dumm angestellt. Vor allen Dingen, dass man auch dieses Interface, was man also gesehen hat, und zum Vorschein bringt. Das liegt einfach daran, dass das in den ausgeblendeten Symbolen unter Windows erscheint. Das kommt also nicht automatisch auf den Bildschirm. Nachdem ihr die Treiber installiert habt, aber auch da hat mir der Hersteller hilfreich unter die Arme gegriffen und hat mich noch darauf aufmerksam gemacht. Also, es hat alles funktioniert. Ihr habt es gehört. Ich bin zufrieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das ist natürlich ein kleiner Exkurs wieder in eine Technik, die ich eigentlich noch nie in der Hand hatte, aber ich verstehe mich schon ein bisschen darauf. Also, wer es braucht, sollte sich besorgen. Es ist ja sehr preiswert. Den Verkaufslink habe ich natürlich wie immer unten in meine Videobeschreibung eingebettet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.